الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، mein Geschwister, ich wollte inshallah ta'ala ein paar Worte loswerden zu einem Ereignis, der vor einigen Tagen passiert ist. Und zwar ist ein Gelehrter zu Allah subhanahu wa ta'ala, zurückgekehrt. Das ist nicht, natürlich nicht der erste Gelehrte. Aber warum nehme ich das als Anlass, um über dieses Thema zu sprechen? Weil dieser Gelehrte ein Gelehrte war von einer Sorte von Gelehrten, die es leider heute nur noch sehr, sehr wenig gibt. Yani diese Sorte ist eine Mangelware. Yani es fehlt uns sehr von dieser Sorte. Und das ist mit ein Grund, wallahi, warum die Umma in ihrer desolaten Situation sich befindet. In dieser schlimmen Situation, in dieser schlimmen Lage sich befindet. Mit einer der Hauptgründe, warum die Umma sich in so einer Situation befindet und warum die Umma auch nicht aus dieser Situation rauskommt. Das ist mit eins der Gründe. Und zwar, es gibt leider wenig Gelehrten, die Wahrheit sprechen. Wenig Gelehrten, die nicht feige sind. Wenig Gelehrten, die Männer sind, die noch an ihrer Religion festhalten, standhaft bleiben, ihre Religion nicht verkaufen gegen dieser minderwertigen Dunya. Dieser Gelehrte ist aus Marokko, einer der wenigen, die noch da waren leider. Sheikh Abdelhamid Abu Naim, rahimahullah ta'ala. Und sehr, sehr wichtig ist hier zu sagen, dass das auch eine ganz normale Sache ist. Es wird nie so sein, dass man in alles und allem einer Meinung ist. Man hat verschiedene Ansichten zu verschiedenen Sachen. Und der eine sieht die Sache so und der andere so. Aber es geht um das Fundament, um die Fundamente der Religion. Und das sieht man auch an diesen Gelehrten, rahimahullah ta'ala. Wir sind nicht mit alles und allem einig, von was er überzeugt war oder so. Aber wir sind mit der Basis, mit den Fundamenten dieser Religion, sind wir uns auf jeden Fall einig. Und deswegen, dieser Gelehrte hat die Wahrheit gesprochen. Zu Zeiten, wo es leider sehr, sehr wenige gab, die Wahrheit gesprochen haben. Zu Zeiten, wo die meisten leider verkauft haben, ja, sogar die Religion verraten haben. Wir sind in einer Zeit leider, da reicht es nicht, dass man feige ist und den Mund hält, sondern es wird al-Batil gesprochen und den Leuten als Haq verkauft. Und das ist sehr, sehr, sehr schlimm. Das ist sehr, sehr, sehr schlimm. Heutzutage wird mit dem Finger gezeigt auf diese wahrhaftigen Gelehrten, die Wahrheit sprechen und die Wahrheit verkünden und es auf sich nehmen. Diese Last auf sich nehmen, diese Probleme, diese Erschwernisse, diese Unterdrückung, manche sogar Folter und Gefängnis. So war der Sheikh, rahimahullah ta'ala, letztes Jahr für ein Jahr wurde da weggesperrt ins Gefängnis. Wurde da gefoltert. Seelisch, psychisch, körperlich. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yarhamahu an yaghfira lah wa an yarzuqahu al-firdaws al-a'la min al-jannah wa an yajziyahu anna khair al-jazaa. Wir sind in einer Zeit, meine lieben Geschwister, der Schlaue ist derjenige, der seine Religion verkauft. Der Schlaue ist derjenige, der sozusagen dribbelt und sich durchmogelt und lügt und sogar seine Religion und seinen Dien verrät. Das ist der Schlaue.
Da wird gezeigt, ja, der ist klug, der weiß, wie es läuft. Aber derjenige, der die Wahrheit spricht, sogar die eigenen Leute, yani, wir reden über Duat, wir reden über Gelehrten, wir reden über die normalen Menschen, es wird dann gesagt, ach, der ist dumm, ach, der ist extrem, der ist so radikal, warum ist er so stur, warum ist er so hart? Wal'iyadu billah. Dabei, meine lieben Geschwister, von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis heute, ja, ist dieser Weg ganz klar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat sich bei den Fundamenten der Religion, ist er kein Kompromiss eingegangen, ist kein Millimeter abgewichen. Ja, es gibt Sachen, wo man reden kann, wo man Lösungen finden kann, definitiv. Aber bei den Fundamenten der Religion, wallahi, da gibt es keinen Millimeter zurück, keine Kompromisse. Und deswegen sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala im Koran zu seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. Sie wünschten sich, dass du so ein bisschen nachgibst, dann würden sie auch nachgeben. Und das ist das, was sie auch, somit kommen sie weiter. Somit machen sie, somit wird der Batil stärker und somit schwächen die den Haqq. Dadurch, durch dieses وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. Und deswegen muss man über diese Gelehrten sprechen. Wir müssen diese Gelehrten bekannt machen. Gelehrten, die die Wahrheit gesprochen haben. Gelehrten, die für den Islam gesprochen haben, für die Gesetzgebung Allahs, für die Scharia, ja, die Leute aufgerufen haben zum Tawhid und gegen den Schirk und den Kufr gesprochen haben. In allen Formen. Die Leute, die zur Sunna gerufen haben und gegen die Bid'ah gesprochen haben. Die Leute, die standhaftig geblieben sind, bis sie zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Sehr, sehr wichtig, über diese Leute zu sprechen. Ja? Wie viele Gelehrten sind heute in den Gefängnissen? Wie gesagt, wir werden nicht mit allen einer Meinung sein. Aber wir sind mit denen und stehen zu denen, zu ihnen, weil sie die Wahrheit sprechen. Und meine lieben Geschwister, yani, sieht die Sache nicht klein. Wallahi. Die Gelehrten sind das Wichtigste in dieser Umma. Die wahrhaftigen Gelehrten sind das Wichtigste in dieser Umma. Sind wichtiger als der Mujahid. Weil ohne diese Gelehrten wird es keinen Mujahid geben. Und es gibt verschiedene Formen von Shahada. Shahada ist nicht nur, dein Leben im Kampf zu verlieren oder dass du von deinem Feind getötet wirst. Wallahi, der Gelehrte, ja, und der Da'iya, der Aufrufer zu Allah subhanahu wa ta'ala, der sein Leben dafür gegeben hat, wallahi, selbst wenn er in seinem Bett stirbt, wallahi, der bekommt inshallah ta'ala den Lohn des Shuhada. Weil er hat fi sabilillah gekämpft und die Wahrheit gesprochen, auf einer anderen Form. Und deswegen müssen wir den Wert schätzen von diesen Leuten. Weil vor allem sehr, sehr wenige, es gibt nicht mehr viele von denen. Ja? Und wir verraten sie auch irgendwo, weil wir nicht über sie sprechen. Weil wir sie auch vergessen haben. Sie sind in den Gefängnissen, ja, und leiden. Manche, stellt euch vor, zum Beispiel alleine Sheikh Omar Abdurrahman, rahimahullah ta'ala, der ist knapp 30 Jahre im Gefängnis gewesen. Yani, zieht euch das mal rein. Und wer von dieser Umma kennt diesen Löwen, kennt diesen Giganten? Sehr, sehr wenige. Und es gibt, alhamdulillah, noch einige, die zum Beispiel überall auf dieser Welt, egal welches Land, ob in Ägypten, ob in Saudi-Arabien, ob in Marokko, ob in Libyen, ob in Tunesien, ob in Algerien, überall gibt es, alhamdulillah, aber leider wenige. Und wir kennen nicht den Wert, wir schätzen sie nicht, wir kennen nicht den Wert dieser Leute. Deswegen, meine lieben Geschwister, Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, das Wissen, Allah subhanahu wa ta'ala, das wird nicht einfach so weggehoben oder entzogen, sondern das Wissen geht weg mit dem Tod der Gelehrten. Und wenn die Gelehrten sterben und es kommt keiner nach, dann was passiert? Dann nehmen sich die Leute, اتخذ الناس رؤوسا جهالا, kommen diese Juhal, ja, die Unwissenden. Und das Problem ist, wir haben keinen Mangel heute an Informationen. Wir haben einen Mangel an Haqq, an Männer, an wahrhaftige Männer, die ihre Religion nicht verkauft haben.
die nicht mit der Religion Geld verdienen wollen und Dunya erreichen wollen. Und subhanallah, so siehst du diese wahrhaftigen Leute, die verdienen nicht Geld mit der Dunya. Obwohl sie können. Wallahi, sie können. Sie sind nicht dumm. Sie können und es wird ihnen sogar auch viel angeboten. Aber sie wollen lieber Al-Akhirah. Sie wollen lieber Al-Akhirah. Und deswegen, es ist eine Katastrophe, Wallahi, dass solche Männer sterben. Weil wir bleiben dann sozusagen ohne Licht. Wir bleiben im Dunkeln. Deswegen sagt man, die Gelehrten sind wie das Licht im Dunkeln. Sind die Sterne im Himmel. Sie zeigen uns den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, meine lieben Geschwister, müssen wir diese Gelehrten wertschätzen. Und wir müssen sie verteidigen. Ja, vor allem gibt es ja heute so viele Mujrimin, so viele Verräter, so viele ekelhafte Verräter, ja, die sich freuen über darüber, dass diese Gelehrten gestorben sind. Aber hier aber Allah subhanahu wa ta'ala zeigt den Wert dieser Leute in der Dunya und man sieht dann, ja, wie viele Menschen sie lieben und sie geliebt haben in den Beerdigungen. Trotz, dass diese Tawarit selbst bei ihrem Tod sie bekämpfen und die Leute nicht zulassen. So sieht man so große Polizeiaufmarsch. Warum? In einer Janaza. Was soll in einer Janaza passieren? Und ich habe das selber erlebt. Die ganze Stadt steht Kopf, weil ein Mann zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgekehrt ist. Sie haben Angst vor diesen Leuten, ja, nicht weil sie Bomben tragen oder Waffen besitzen oder so, sondern sie haben Angst vor dieser Wahrheit, die sie tragen. Weil diese Wahrheit, die sie tragen, bedeutet deren Ende. Und sie haben Angst während ihrer Lebzeiten vor denen und wallahi sogar nach ihrem Tod oder in ihrer Beerdigung. Das habe ich selbst erlebt. Deswegen, meine lieben Geschwister, wir müssen den Wert kennen unserer Gelehrten und den Wert schätzen von diesen Leuten und diese Leute beschützen und verteidigen und über sie sprechen. Ja, und wenn wir jemanden hören, der was Schlechtes über sie sagt, sie verteidigen und inshallah ta'ala für die Verstorbenen von ihnen sehr, sehr viel Dua machen. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.